Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zur zweiten Folge unserer Flight Tutorials. Basic Flight Tutorials haben wir jetzt. In der ersten Folge ging es erstmal grundsätzlich um den Aufbau des HUDs. In der zweiten Folge geht es jetzt auch nochmal um die HUD-Steuerung. Das bedeutet konkret, was kann ich am HUD verändern, wie kann ich das Energiemanagement bedienen, das Schildmanagement bedienen und auch dieses Thema ein- und wieder ausschalten. Ja, Weezen, von daher würde ich sagen, wir sind wieder im Verse und du übernimmst an der Stelle mal wieder. Moin, moin, wer hat's, der hat's. Naja gut, das war jetzt nicht so gut. Juhu, Versuch war's wert. Wir versuchen das Thema so spannend wie möglich zu gestalten. Natürlich ist HUD-Steuerung jetzt nicht der Oberburner, aber tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und es wird später natürlich auch noch wichtiger werden. Und ich hatte letzte Folge schon euch erklärt, dass es oben diesen beweglichen Teil gibt, das CVI, Combat Visor Interface. Und da finde ich auch das HUD-Menü auf der linken Seite. Und heute werden wir mal ein bisschen das Ganze manipulieren oder mit rumspielen. Und dafür schalte ich jetzt aus diesem Overview-Fenster, wo wir alles sehen, schon mal ein Fenster weiter ins Weapons-Menü, ins Waffenfenster. Und da sehe ich dann schon die verschiedenen, hier jetzt Panther-Repeater, Energiewaffen bei der Gruppe 1, 2 und 3. Die kann ich jetzt schon sehen, den Ladezustand, die Größe, die Waffenart und darunter die Raketen. Und jetzt drücke ich einmal F3 und bekomme den HUD Interaction Mode oder ganz einfach gesagt einen Cursor. Ich kann jetzt hier diese blauen Löppel, ja, die kann ich jetzt hier einfach umverlegen. Also ich kann jetzt einfach hier hinten sehe ich, ist diese beiden Panther Repeater sind nicht ausgewählt. Ich drücke jetzt hier einmal rauf, nochmal rauf und jetzt hätte ich in der ersten Waffengruppe, ja, man sieht hier die 1, hätte ich jetzt schon alle Panther Repeater ausgewählt. Das heißt, ich hätte jetzt dementsprechend halt nur noch eine Taste, mit denen ich alle Waffen abfeuern kann. Hat Vorteile, ja, jetzt kann ich natürlich einen größeren Burst oder eine größere Feuer-Effektivität pro Schuss aufbauen, aber gerade bei Repeatern macht es auch Sinn, die Intervall einzusetzen. Die eine Waffengruppe, dann die nächste Waffengruppe, ist eine Geschmacksfrage. Wir können hier auch sogar noch eine dritte Waffengruppe aufmachen, falls ich jetzt drei Tasten belegt habe. Also ich habe hier relativ viel Spielraum. Aber Vorsicht an der ganzen Sache, wir haben tatsächlich das Problem, dass wir diese Einstellungen noch nicht speichern können. Das wird erst kommen. Ich denke mal, das kommt irgendwann in einem weiteren Persistenz-Update. Jetzt gibt es hier unten noch die Möglichkeit. Ich gucke mal gerade, ob ich es... ja, jetzt habe ich sogar die Waffen aktiviert. Und ich kann... Man hat gerade gehört, wie unten die Bombing Bay aufgeht. Ich kann ihm hier noch, sogar noch sagen, wie viele Waffen er oder wie viele Raketen er auf einmal aufschalten soll. Ja, ich probiere das jetzt mal gerade so. Jetzt habe ich hier... Genau, ich habe nämlich nur zwei Heatseeker-Raketen geladen insgesamt. Und ich habe vier, müssten es jetzt sein. Genau, vier Cross-Section-Raketen. Ich habe jetzt alle ausgewählt. Schließe mal ganz kurz hier das... HUD-Fenster bzw. den HUD-Interaction-Mode mit F3 und schalte jetzt hier mal testweise, ja, Sawyer auf, man sieht schon, sechs Raketen schalten automatisch auf. Das ja, auch noch eine Funktion, das klingt man gruselig. Benutzen kann, klingt gruselig so, ist natürlich jetzt eine Ultra-Verschwendung, gerade im Verse, weil diese Raketen sind sehr, sehr teuer. Also ich schätze mal, dieser Schuss kostet hier wahrscheinlich zwischen 6.000 und 8.000 UECs. Naja, muss man sich halt überlegen. Hat auch noch den Nachteil zurzeit, dass man diese Raketeneinstellung nicht wieder zurücksetzen kann. Zumindest habe ich noch nicht die Option gefunden. Wenn ihr die findet, sagt mir bitte Bescheid, dann schreiben wir das dazu im Video. Aber man sieht, ich werde hier auch solche Dinge verändern können. So, ich gehe wieder zurück in den HUD Interaction Mode mit F3. Und werde mal als nächstes mit F6... Mit F7 werde ich jetzt mal hier umschalten in den Power, ins Power-Menü oder Energiemanagement. Wir haben hier jetzt gut zu sehen einmal eine Power-Throttle-Anzeige. Das hat nichts mit Antrieb zu tun. Das ist der Generator des Schiffes, wie viel Energie generiert wird, gemessen an der Gesamtleistung, die möglich ist. Und ich kann das Ganze jetzt hier tatsächlich zurücksetzen. Noch nicht mit dem Cursor, aber... Ich habe dafür einmal die Backslash-Taste und einmal die Akut-Taste, da wo die Accents drauf sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal die Backslash-Taste drücke, sollte eigentlich gehen, gestern ging es noch. Das ist halt Vorführeffekt. Ich drücke einmal ganz kurz HUD-Interaction-Mode. Mal sehen, ob es jetzt geht.
Ja, jetzt geht es. Tatsächlich muss man den Cursor ausschalten, witzigerweise. Aber ich kann jetzt hier die Gesamtleistung des Energiegenerators reduzieren. Wir können ja mal schauen, ob wir hier einen Abfall sehen in den Signaturen auf dem Monitor. Ich kann leider nichts erkennen. Scheint noch nicht ganz zu funktionieren. Hat auch jetzt im Jäger noch keine große Relevanz. Ich schalte es mal auf 0 runter. Ah, ja, und jetzt fällt alles aus. Das funktioniert auf jeden Fall. Oh, ja, und jetzt überhitzen sogar die Systeme, weil das Kühlsystem fehlt. Tatsächlich hat es einen Effekt, wenn man es auf 0 setzt. Double-tappe jetzt mal mit der Akut-Taste, hab wieder 100%. Ich denke mal, dass dieser Power-Throttle später eine große Rolle haben wird. Gerade so, wenn man eine Infiltrationsmission macht, wenn man durch, vielleicht unauffällig an feindlichen Messstationen vorbeifliegen will, einer Aufklärung entgehen will. Ich denke, dieses Feature wird eine größere Rolle spielen. Weißt du, was unsere Zuschauer mal testen könnten? Was passiert, wenn du auf Vollspeed gehst, auskuppelst, also decouplest und dann Power Throttle auf 0 gehst? Treibst du dann weiter? Weil das wäre natürlich total spannend, wenn du dann so in Feindgebiet reintreibst. Sorry, ist mir gerade so eingefallen, aber ihr könnt es ja vielleicht mal testen da draußen. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Das wäre ein guter Test. Tatsächlich, was mir Sorgen bereitet, ist, dass sofort die Warnung losgeht, dass alles überhitzt. Mhm. Ich glaube, es könnte auch sein, dass man einfach ein riesen Hitzeproblem kriegt mit dem Reaktor und dann in die Luft fliegt. Kann auch sein, aber das müssen wir mal testen. Das testen wir mal. Ich schalte wieder, aktiviere wieder mit F3 den HUD-Interaction-Modus. Vom Link down, okay. Und man sieht hier auf der rechten Seite noch das Power Allocation, damit kann ich die Energiegruppen verwalten. Was sind die Energiegruppen? Das ist quasi die Aufteilung, wie unsere Komponenten, sprich Waffen, Schilde, Antriebssektionen, Schiffssysteme, wie die versorgt werden mit Energie, wie die Energieaufteilung an Bord des Schiffes stattfindet. Die G1-Gruppe ist die Waffengruppe, die G2-Gruppe ist die Schildgruppe und die G3-Gruppe ist die Antriebs- und Avionik-Gruppe. Avionik sind alle Systeme, die für die Schiffssteuerung verantwortlich sind. Ich kann jetzt hier mit dem Cursor das Ganze manipulieren. Da sieht man schon, wie die Balken sich verändern. Das ist jetzt eine sehr präzise Art, es anzusteuern. Oder aber ich kann auch mit... dafür muss ich wieder den HUD-Interaction-Mode deaktivieren mit F3. Ich kann das Ganze auch machen mit 1, 2 und 3. Ja, da sieht man, das ist aber wesentlich spitzfindiger, weil er da sehr, sehr schnell extrem viel Energie umverteilt. 1, 2 und 3 sind auch Presets, ja. Darum, da haut er gleich quasi eine große Prozentzahl, ich glaube 25% mehr rauf. Das ist wirklich ein Preset, wo man sagt, dreimal drücken oder viermal drücken und du bist wirklich auf 100%. Das geht halt relativ schnell, ne? Während das Hin- und Herschieben wirklich eine detailhafte Steuerung ist. Genau, also es ist wirklich detailreicher, aber ich sage mal so, im Dogfighting wäre es jetzt schwierig, mit dem HUD-Interaction-Mode zu arbeiten. Da, denke ich mal, kommt noch eine bessere, wahrscheinlich, Steuerung hinzu. So, ich schieb's mal hier zurück. So, ja, das könnte ich jetzt hier versuchen. So, überlagern sich beide Einstellungen, das ist natürlich... Moment mal, ich gucke gerade mal. Ich kann hier sogar zwei Cursor verschieben, aber ich möchte jetzt eigentlich mal alles zurücksetzen. Ups, nein, das war die falsche Taste. 0, natürlich, 0 gedrückt, das hat sich geändert. Einmal 0 gedrückt. Ich habe jetzt einmal 0 gedrückt und alles zurückgesetzt und jetzt gehe ich wieder in den HUD-Interaction-Mode. Auch sehr spannend und sehr interessant ist, dass ich diese Komponenten, hier die Waffensysteme in der G1-Gruppe oder der Schildgenerator in der G2-Gruppe oder die Düsen, die Triebwerke in der G3-Gruppe, ich kann die jetzt auch wild mischen. Ja, ich kann jetzt hier auch, sage ich mal, dass du die Raketenracks, ja, ich greife eins und schieb's in die Gruppe 2, G2. Tatsächlich ist das ein multi-verschränktes System. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, es sind nicht nur die Waffen auf der G1 oder es sind nicht nur die Schilde auf der G2. Also hier haben wir ein System, was sehr intelligent gesteuert ist und ich kann tatsächlich auch sagen, ich verschiebe jetzt Komponenten wild in den Energiegruppen hin und her. Leider ist es manchmal noch ein bisschen schwierig, die Komponenten zu erkennen, weil im HUD stehen nicht immer alle bezeichnet, das heißt, man muss im Grunde genommen wissen, was wo ist, aber das wird sich natürlich noch ändern mit der Zeit. Sie fügen das jetzt gerade nacheinander alles im HUD hinzu. Ja, ich merke auch gerade, es ist tatsächlich auch schwierig, die wieder zurückzuschieben.
Es muss ein Slot frei sein und das ist jetzt bei der G1-Gruppe noch nicht ganz ausgereift, ja. Aber man sieht, dass es möglich ist. Es ist vielleicht auch praktisch bei größeren Schiffen, wenn man sich jetzt überlegt, so ich möchte vielleicht auch in den Notfallsystemen, in den Thruster und in den, der Schildgruppe noch einen Turm haben, der dann funktioniert. Also schiebe ich mir eine Waffengruppe aus einem Turm runter in die Schildversorgung zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit, um da ein intelligentes Energiemanagement zu betreiben. Ich gehe jetzt mal ein HUD-Menü weiter. Das ist jetzt hier F8 und lande hier im Schildmenü. Tatsächlich benutze ich das überhaupt nicht, ja. Man kann jetzt hier auf dem Cursor flüssig den Schildgenerator, die Schildprojektorflächen verschieben. Das ist ein Feature, was ich natürlich im Dogfighting auch nicht benutze, in der Art, ja. Weil das ist mir zu kompliziert. Das ist eher was für Kapitalschiffe. Ich mache das tatsächlich mit dem Num-Block. Das ist dem Zahlenblock auf der rechten Seite der Tastatur mit den Pfeiltasten. 8 für vorne, 4 für links, 6 für rechts, 2 für hinten. Und 5 setzt das Ganze dann wieder. Eine Sekunde, ich zeig's mal gerade. Genau, 5 setzt das Ganze auf dem Num-Block dann wieder zurück in die ausgeglichene Position. Man kann natürlich das Ganze auch sich auf dem Joystick legen. Also ich habe es tatsächlich auch auf einer Joystick-Taste. Da kann ich es auch sehr, sehr fließend und sehr bequem angleichen. Das ist Dogfighting wesentlich praktischer, als da jetzt umzugreifen. Das müsste man sich halt überlegen. Wir haben jetzt hier euch gezeigt, wie man die HUD-Menüs bedient. Es gibt jetzt auch noch Makrobefehle, die einem es ermöglichen, die verschiedenen Energiegruppen zu deaktivieren. Das heißt, wir können getrennt davon die Waffengruppe, die Powergruppe und die Schildgruppe auch kurzzeitig oder dauerhaft ausschalten. Ich führe es mal vor. Wenn ich jetzt hier die 4 drücke, dann gehen die Waffensysteme aus. Man hört auch, wie bei der Saber da das Bombbay sich schließt. Wenn ich die 5 drücke, gehen die Schilde aus, hört man auch. Habe ich sogar gesehen. Hast du sogar gesehen, genau. Und bei der 6 verliere ich dann auch noch die Möglichkeit zu steuern, beziehungsweise verliere die Schubleistung. Und dann ist es wunderschön still und ich merke, ich kann nichts mehr bewegen. Das Schiff treibt. Hätte ich jetzt einen Spin gehabt, wäre ich jetzt gerollt vorher, würde ich sogar einen Spin beibehalten, dann bin ich nichts weiter als ein lebloser Körper im Raum. Man muss noch daran denken, denn wenn ihr die Komponenten ausschaltet, ja, dann wird es tatsächlich natürlich eine Weile dauern, unter Umständen, bis die wieder hochgefahren sind. Das bedeutet, ich habe mal die Zeit gemessen, wenn du bei der Saber das Schild ausschaltest, die Energiegruppe G2, also Schilde und defensive Systeme, auf volle Energie pumpst und dann die Schilde wieder anschaltet, dauert es genau eine Minute, also 60 Sekunden, bis die Schilde voll aufgeladen sind. Das bedeutet, eine Minute im Dogfight ist schon eine ganze Weile, das heißt, wenn man mit runtergelassenen Hosen erwischt wird, ist das nicht gerade sehr gut. Man sollte sich also genau überlegen, wann man diese Systeme deaktiviert und dann nicht, ne? Ja, tatsächlich. Also man kann diese Tasten auch als Toggle benutzen. Das heißt, wenn ich sie gedrückt halte und dann wieder loslasse, dann würde automatisch jetzt, gerade jetzt bei der Steuerung, also bei der Energieverwaltung von dem Antrieb, würde es nur ganz kurz ausgehen. Das ist praktisch, aber bei den Waffen und Schilden, muss ich sagen, ist dieser Verlust der Energie tatsächlich fatal im Dogfighting. Ich habe noch eine sehr, sehr praktische Funktion gefunden. Tatsächlich habe ich eine Anwendung gefunden, wie man die Multifunktionsdisplays benutzen kann. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier den Pilot-Toggle gedrückt halte, Y und S drücke, dann fällt mein Blick auf eine sehr praktische Anzeige, das ist nämlich auch nochmal in einer vereinfachten Darstellung das gesamte HUD-Menü. Ich kann hier durchschalten, also hier sehen wir Weapons, Missile, Power und Shields und tatsächlich die Energiegruppierung. Ja? Wenn man vorher Probleme hatte und sagt, okay, ich will jetzt die Waffen umverteilen, dann finde ich diese Ansicht hier, dieses Anwahlfenster oder Auswahlfenster, viel einfacher zu bedienen als jetzt das Original HUD oder die Original HUD-Steuerung im Helmvisier. Weil hier kann ich per Tastendruck extrem schnell per Cursor die richtige Kombination auswählen, die ich haben will. Das würde sogar im Arena Commander funktionieren. Also kurz Y gedrückt halten, S drücken, beides gedrückt halten und dann mit dem Cursor schnell die Waffengruppen auswählen. Und dann habe ich eine sehr, sehr schnelle Umverteilung meiner Waffengruppen. Also das finde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr praktisch. Wogegen jetzt so diese anderen, ich kann ja mal eins mal gucken hier. Naja, ich meine, ob man jetzt hier unten tatsächlich so den... Ah, das funktioniert gar nicht, sehe ich. Also jetzt so die Energiegruppenverteilung jetzt hier unten in dem Fenster zu machen, ich
Ja. Ich halte das muss nicht für zu klein, um das im Dogfighting wirklich sinnvoll einzusetzen. Ja. Und dann kommt man daneben, drückt man daneben und schaltet das Fenster um. Also das ist noch nicht wirklich praktikabel, aber Waffengruppierung funktioniert schon. Wäre so mein Tipp, was man benutzen kann. Außerdem denkt daran, wenn ihr die MFDs umschaltet im Persistent Universe, aussteigt zum Beispiel, um EVA zu machen und wieder einsteigt, dann merken sie sich das noch nicht. Das heißt, dann müsst ihr sie wieder umschalten. Das ist jetzt bei dem mittleren Bildschirm natürlich sehr einfach, weil der sowieso auf standardmäßig auf dieser Einstellung steht. Aber ansonsten ist es leider noch nicht wirklich persistent mit der MFD-Belegung. Das ist gerade bei größeren Schiffen ein bisschen ärgerlich, wie der Conny oder sowas, wo man sich das individualisiert. Aber gut, da steht man vielleicht auch als Pilot nicht so oft auf. Genau. Wir sind soweit durch. Wir haben jetzt tatsächlich euch in der ersten Folge das HUD gezeigt, in der zweiten Folge die Steuerung und die Möglichkeiten, es zu manipulieren. Und wir werden in der nächsten Folge endlich anfangen, Manöver zu fliegen und beziehungsweise die Steuerung euch erklären. Aber ihr habt jetzt den kompletten Überblick bekommen im Cockpit und ihr werdet in der Zukunft in der Lage sein, euch in diesem Wirrwarr von Anzeigen zurechtzufinden. Ja, so ist es. Es ist eine echte Flugschule hier, wirklich von der Basis angefangen. In diesem Sinne, bleibt dran, schaut in die nächsten Tutorials, da geht es dann wirklich mal ein bisschen mit Butter in die Fische zum Fliegen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Channel abonniert und up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, wenn ihr die Episode liked oder disliked, je nachdem, wie sie euch gefallen hat und uns natürlich gerne Kommentare dazu hinterlasst. Wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt für Star Citizen an sich, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, vielleicht findet ihr da was. Und passend zu dem Comlink, was gerade restored ist, würde ich sagen, Reason, wir fangen jetzt an mit dem Fliegen und verabschieden uns von den Zuschauern bis zur nächsten Folge mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und see you on the flight deck!